Hallo. Ich bin Lala, ich bin heute Gast bei Claire on Air. Voll und gut. Danke, ich habe geübt. So zu Hause vorm Spiegel. Claire on Air. Auf jeden Fall, danke, dass ich hier sein darf. Kein Ding. Und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge Claire on Air. Ich bin hier mit einem sehr special Guest, nämlich mit Lala. Hallo. Wie geht's dir? Und Beanie, Beanie ist und auch Beanie, hier. Oh mein Gott, ja. Aber Beanie schläft gerade. Unser erster Vierbeiner im Podcast. Süß. Vierbeinerin, I'm sorry. Gendern. Süße Maus. Wirklich, richtig süß. Aber sie ist so ein gechillter Hund. Ja, sie ist eigentlich ganz ruhig, außer wenn halt nicht, ne? Ah, cool, ja. Nice, okay. Wir fangen dann mal direkt mit der Folge an. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Mhm. Und ich dachte, ich frage dich das jetzt einfach mal alles. Okay, cool. Bist du ready? Ich bin ready. Ich habe die Fragen vorher auch noch nicht gesehen. Nee. Richtig unvorbereitet. Komplett. Du heißt ja Lala, aber letztens hast du irgendwie ein Video gepostet, wo du meintest, ich heiße gar nicht Lala. Ach so, ja, heiße ich auch nicht. Heißt du? Ich nenne dich hier die ganze Zeit Lala, so unwissend, dass du einen anderen Namen hast. Nein, ich habe mich, als ich in das Kinderspielhaus, noch eine Stufe vor Kindergarten, bin ich in den Kindergarten gegangen und habe gesagt, hallo, ich heiße Dino. Und dann, ja, und die Erzieherin da, die meinte dann, hat das meiner Mama erzählt. Und Mama meinte, ich darf mich nicht Dino nennen, ich soll mir einen anderen Namen aussuchen. Und habe ich mich Lala genannt mit so zwei. Und jetzt seitdem heiße ich Lala. Aber ich heiße nicht in echt Lala. Aber das ist so cool. Ja, oder? Ja. Und was ist dein echter Name, wenn du den sagen möchtest? Oder willst du den nicht sagen? Das ist geheim. Okay. Manche Sachen sollen einfach geheim bleiben. Ja, man findet den raus, wenn man möchte. Aber Wetten, jetzt suchen alle. Vorher hat keiner gesucht, keiner hat es gejuckt. Ich werde den, wenn ich zu Hause bin, ich suche den. Ich werde es rausfinden. Ich sag dir, wie es ist. Ja, okay. Dann bleibt das jetzt erstmal geheim. Mhm. Du machst ja auch Social Media und bist da auch sehr krass erfolgreich. Was? Weiß ich nicht. Doch schon. Wie bist du bekannt geworden? Was sagst du? Für was kennen dich die meisten Leute? The Garlic Trend. Oh, also ich glaube, wie die meisten, ich habe während Corona angefangen und ich glaube, ich habe so halt so ganz normal so das, was alle auf TikTok posten und ein bisschen so Vlogs, dies, das. Dann hatte ich, glaube ich, irgendwie so 600.000 Follower irgendwann erreicht. Und dann habe ich einfach so einen Snack geteilt, den ich halt zu Hause ab und zu gegessen habe. Und dann hatte ich innerhalb von einer Woche so 1 Million Follower dazu bekommen und dann die nächste Woche noch 1 Million. Das ist so krass. Das war verrückt. Das war halt weltweit ausverkauft. Und weiß ich nicht, ein bisschen stolz. Kannst du auch wirklich sein, weil das ist, hast du den Snack dir selber ausgedacht, warst du, ja, ich hole mir jetzt mal ganz kurz hier Knoblauch und ich mache da Sriracha drauf und dann noch Thymian. Nee. Oder was war da noch mit drauf? Das war's, ja, oder? Ja, ja, und so Chili-Pulver, damit schärfer wird. Ich war, ich habe früher neben einer Koreanerin gewohnt und sie hat mir immer Kimchi gemacht. Und dann bin ich umgezogen und dann habe ich so meine Kimchi-Quelle verloren. Ich sage immer Quelle falsch, alle lachen mich dafür. Egal. Aber so wird es ja auch geschrieben, Quelle. Wie sagt man das? Quelle. Also ich sage Quelle, aber so das ist auch falsch. Das ist aber auch eigentlich falsch, glaube ich. Ja, auf jeden Fall dachte ich, ich wollte den Geschmack so recreaten. Und das war halt das Nächste, was dran kam. So. Das ist so krass. Ja, Wie bist du darauf gekommen? Ich habe das noch, bevor du das gepostet hast, wusste ich nicht mal, dass es eingelegten Knoblauch gibt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich mochte den schon immer und irgendjemand muss den ja essen, außer ich so, weil sonst würde es den nicht im Supermarkt geben. Ja. Dachte ich, also ich dachte, das kennen Leute so, aber apparently not. Nee. Aber man muss auch sagen, du hattest dann ja auch deinen Account und da hast du nur Englisch gesprochen. Mhm. Und deswegen ist es dann auch weltweit bekannt geworden. So, genau. Meine Tanten aus Irland kannten das. So. Ah, crazy. Jeder kannte das. Und es waren dann auch Leute voll geschockt, also so aus meiner Familie, als ich gesagt habe, ja, die ist deutsch, die kommt auch aus Hamburg. Dann waren die mal so, was und so, oh mein Gott. Und ich wollte es auch immer essen, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du irgendwas online siehst und dir sagst, oh mein Gott, ich muss das machen. Ich habe mir das auch immer abgespeichert, ich wollte das unbedingt machen, aber irgendwie habe entweder was ausverkauft oder ich habe es immer vergessen. Oh ja, es war eine ganze Zeit lang ausverkauft. Ja. Ich hatte das eine Video gesehen, Hannah und Sarah sitzen im
Publikum. Auf jeden Fall habe ich das eine Video gesehen, da meinte Hannah, glaube ich, irgendwie so, ja, und wir haben Früchte von Lala zugeschickt bekommen. Ach nee, nur Jana hat die zugeschickt bekommen. Aber gib mir deine Adresse. Also wirklich peinlich. Aber ja, oh, sorry. War das laut? Nö. Egal. Ja, aber ich weiß nicht, ob die das meinetwegen da... Ich wusste, dass eine Zeit lang alle Supermärkte so Sriracha neben Knoblauchgläsern gestellt haben. Einfach damit Leute da schneller kaufen konnten. Das, so. Ist, das ist so irgendwie krass. Crazy. Ja. Influencerin. Also wirklich, dass Leute geinfluenced auf der ganzen Welt. Ja, aber Knoblauch. Ja, aber so diese Kombi kannte man einfach nicht. Und du hast es auch so lecker wirken lassen. Ey, das schmeckt gut. Das ja, schmeckt gut. Ich glaub's irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass du das magst. Ich glaube auch nicht, dass ich das mag. Ja. Weiß ich nicht. Du bist auch immer so, manchmal sehe ich in deinen TikToks und da isst du so Tomatensuppe und es ist so, boah, voll heftig. Und dann denke ich mir so, boah, aber das ist doch voll plain so. Junge, deswegen habe ich dir auch eine Pizza Margarita bestellt. So, ich dachte so, das geschmackslose. Ich bestelle mir das halt wirklich immer. Apropos Pizza Margarita, wir müssen das jetzt ganz schnell erzählen. Ich habe gerade richtig hardcore gespuckt. Passiert dem Besten. Wir müssen es jetzt wirklich ganz kurz erzählen, was gestern passiert ist. Gestern, ich war in meinem Zimmer, mein Vater sagt, Jana, und an dem Tag, er hat mich schon richtig oft gerufen und ich war schon so ein bisschen genervt. Ich so, ja, was ist so? Und dann bin ich so runter, also ja, komm mal jetzt. Ich so, also er hat es nett gesagt, also komm mal kurz runter. Ich so, ja, ich komm. Bin ich unten gewesen und dann hat er gesagt, hast du dir eine Pizza bestellt? Ich so, nee. Und er so, da ist gerade eine Pizza für dich da und die ist schon bezahlt. Und dann musste ich halt richtig anfangen zu lachen, weil dann ist mir eingefallen, dass ich gestern auf Instagram kann man ja solche Notizen machen und da habe ich in meine Notiz reingeschrieben, wer bestellt mir jetzt, ich habe jetzt geschrieben, eine Pizza mit Knovi-Dip. Und dann hat Lala mir darauf geantwortet und meinte, hab. Und ich so, danke LG. So, weil ich dachte, sie macht Spaß. Ich dachte, es ist jetzt so ein lustiger Witz von uns gewesen. Ich dachte, ich wollte so ein bisschen auf den, dein heimlicher Verehrer schickt dir eine Pizza. Weißt du? Aber, dachte ich auch am aber Anfang. Aber dann dachte ich so, fuck, was, wenn sie die einfach nicht annimmt? So, die ist vergiftet oder so. Deswegen habe ich noch hab geschrieben. Das Ding ist, hättest du es nicht geschrieben, dann hätte ich jeden aus meiner engen Freundeliste angeschrieben. Hätte gesagt, hast du mir eine Pizza bestellt? Hast du mir eine Pizza bestellt? Ich war so verwirrt, aber dann ist mir eingefallen, dass du darauf geantwortet hast. Ich war so, oh mein Gott, das war Lala und so. Ich war so geschockt. Ich hatte deine Adresse auch nur von der... Von der Lala-Box. Ich war so, nein, das Ding ist, ich war so, war das Lala? Ich so, hätte ja doch gar nicht meine Adresse. Und ich so, ach so, ja doch, doch hat sie. Also du kriegst übrigens, glaube ich, bald nochmal PR. Aber von was anderem. Ist noch geheim. Ist das auch fruchtartig? Nee. Aber ja, es ist, meine Managerin hat gefragt, wem soll ich die Sachen schicken? Aber Digga, ich habe keine Freunde. Ich sag, mach die gleiche PR-Liste wie vorher. Wir sind befreundet. Okay, next. Nein, aber die Pizza war richtig geil. Das Ding ist, ne, ich habe so ein Video noch auf Snapchat. Ich muss dir das wirklich gleich zeigen. Gestern, wo die Pizza war, wollte ich noch gerade rausfinden, wer mir das geschickt hat. Ne? Dann habe ich da gerade mit dir geschrieben. Ich so, du hast mir jetzt nicht ernsthaft eine Pizza bestellt und so. Aber danke nochmal, die war echt geil. Aber mein Vater, ne, ihn hat gar nicht geguckt, hat schon das erste Stück gegessen. Ich habe seine Hand noch so auf den Bildern gesehen. Er war da schon richtig ready. Er hat die schon so gegessen. So ein eigenes Business gemeint. Also, hat die schmeckt voll lecker. Ich so, ja. Guten Appetit. Ich dachte auch so, Margarita wäre so, so Standard auf den, aber ja. Ich dachte so richtig boring, ich mache so extra Topping Burrata, 6,50 Euro. Da war keine Burrata drauf. Das war doch Burrata. Das war doch so, nein, sonst ist da doch so eine Kugel drauf. Ja, aber das war das schon so geöffnet. Ah, okay. Das war lecker, war okay. Echt sehr, sehr lecker. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Gerne. Mein Vater und ich sind satt geworden. Hätte ich gewusst, dass er zu Hause ist, hätte ich mehr bestellt. Oh mein Gott, hör auf, bitte. Du bestell mir nie wieder eine Pizza, ich fühle mich schlecht. Ja, schreibst du was doch nicht in deine Story, Status. Das Ding ist, sorry, ne, ich habe das irgendwie um 15 Uhr da reingeschrieben und du bestellst dir das um 18 Uhr. Ich habe schon lange vergessen, dass ich das da reingeschrieben hatte. Das war so Zufall. Ich wollte auch noch witzig tun. Ja, das war lustig und cool. Es wäre halt auch richtig witzig gewesen, wenn ich dir nicht gesagt hätte. Das wäre halt auch ein bisschen gruselig gewesen. Ja. Ich hatte auch gedacht, vielleicht isst sie die nicht. Ich habe sie gegessen. Weil so, wenn ich es dir nicht gesagt hätte. Ja, normal. Ich war auch so, oh mein Gott. Aber dann war ich so, oh mein Gott, Lala. Sehr lustig. Dankeschön. Ja.
Was war so dein I-made-it-Moment? I-made-it-Moment? Ich glaube, der kommt nie. Ich glaube, ich fühle mich immer so ein bisschen wie so ein Imposter, so auf den ich habe TikTok gehackt und weiß, wie es funktioniert, aber eigentlich habe ich mir das alles ein bisschen erschummelt. Wieso denn? Ich weiß nicht. Ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich das so richtig mache irgendwie. Es ist nicht so ein... Was? So ein bisschen so, irgendwann fliege ich auf. So, ich habe TikTok gehackt. Auf den... Okay. Aber ja, also ich habe keinen I-made-it-Moment, einfach weil ich irgendwie das... Ich habe das Gefühl, dass ich die Welt betrüge. So ein bisschen auf den... Macht oh. Das macht gar keinen Sinn, ne? Nee. Ja. Aber interessanter Gedankengang. Und du? Und mir ist das aufgefallen, ne? In deinem Podcast, du fragst immer nur, du erzählst gar nicht von dir. Die Leute hören dir zu. Doch, ich erzähle auch von mir. Wenig. Wann war dein I-made-it-Moment? Ich werde jetzt die Moderatorin. Oh, hör auf. Weiß ich nicht. Ich glaube jetzt Podcast tatsächlich. Weil ich merke, weil ich lade ja auch immer Leute ein, die zugucken und ich merke, dass die das halt wirklich auch feiern und dann denke ich mir so, mein Gott. Ja, auch wenn man so echte Menschen dahinter sieht, das ist schon cool. Weil manchmal, ich denke mir so, ich sehe so diese Zahl und dann bin ich so, okay, ich kann das halt nicht realisieren, weil es ist halt eine Zahl und ich sehe die ja nicht in echt. Mhm. Aber dann, wenn ich so zum Beispiel angesprochen werde oder sowas und dann Leute mir sagen, dass die mich cool finden, dann ist das voll süß und dann freue ich mich immer. Wie oft wirst du so erkannt? Also wenn ich auf dem Dom bin zum Beispiel, Hamburger Dom, das ist so wie so ein Rummel, oder wie nennt man das noch? Kirmes, an alle, die das nicht kennen. Da ist das schon echt doll und ich war auch letztens in Nürnberg auch auf so eine Kirmes und da war das richtig, richtig, richtig doll. Aber wenn ich so in der Innenstadt unterwegs bin, dann auch häufiger, aber auch an Wochenende ist das auch doll, aber sonst... Aber du bist da voll fein mit, freust dich immer drüber. Ich freue mich immer drüber. Du bist gar nicht so aufgeregt oder so. Ich habe da immer das Gefühl, wenn jemand mich anspricht, bin ich noch aufgeregter, als wenn... Ja, ich ahne das. Also als die Person so. Ich verstehe das. Das ist bei mir auch manchmal so, aber auch nur, wenn die mich ein bisschen einschüchtern. Ich habe manchmal das Gefühl, also manchmal schüchtern die mich ein, aber es gibt gar keinen Grund. Das ist voll dumm. Ja, das ist aber auch das... Ja, ich ahne das. Als ich... Ganz kurz nochmal zum Flexen, als ich Addison Rae getroffen habe, war das auch so, dass eine, das hat mich so aufgeregt, die meinte so, boah, wer ist das überhaupt und so, die ganze Zeit, sie so, oh, wer ist das überhaupt, egal, ich mache jetzt einfach so ein Bild mit ihr, einfach nur so, aber ich habe gar keine Ahnung, wer die ist. Ja, ich genau, so, der Vibe. Okay, Bruder, okay, aber what the fuck. Oder dieses eine soziale Experiment, wo so... jemand einfach durch die Stadt gelaufen ist mit Bodyguards und dann halt noch so Statisten, die gebucht wurden, um drumherum zu stehen. Auf einmal wollte jeder ein Foto mit der Person machen und die war halt nicht mal berühmt so. Ja, ich habe früher auch immer... Also nicht, dass ich berühmt bin. Ich muss immer... Oh mein Gott. Immer Disclaimer, weil sonst kriegt man so viel Hate. Du hast auf jeden Fall schon einen krassen Bekanntheitsgrad, Leute. Du hast zwei Accounts. Ne, du hast einen deutschen Account und du hast einen englischen Account. Und auf deinem englischen hast du ja mit angefangen, weil, keine Ahnung, weil du hast auch, ich kann mir, okay, ich rate jetzt, warum du damit angefangen hast und dann sagst du mir den richtigen Grund, okay? Ich rate, du hast auf Englisch angefangen, weil dein Freund, Schrägstrich Verlobter, mit dem sprichst du ja auch nur Englisch, oder? Ja, er kommt aus Dänemark, deswegen. Aber inzwischen spricht er auch Deutsch, er wohnt ja jetzt hier. Ja. Aber wir sprechen nur Englisch zu Hause. Und deswegen hast du damit angefangen, weil du eh Englisch die ganze Zeit gesprochen hast? Nein, ich fand TikTok witzig, aber auch cringe. Mhm. Und ich habe alle Leute blockiert, die ich in echt kannte so. Okay. Und dann habe ich dachte so, okay, dann komme ich halt nicht auf die deutsche For You-Page, hat geklappt. Das ist so krass. Bis so, ich glaube, so 2 Millionen Marke. Und dann haben Leute das erst gecheckt. Also dass du Deutsche bist. Es hat super lang gedauert. Oder allgemein, dass Leute in meinem Umfeld wussten, dass ich TikTok mache. Ja. Ja, ich habe es meinen Eltern auch erst gesagt, als ich davon leben konnte. Vorher war mir das peinlich. Ja, mir war das auch früher peinlich. Aber du hast super früh angefangen, ne? Ja, aber noch lange nicht dauert.
Quatsch. Wir haben gleich viele Follower. Ja, mit deinen 5, irgendwas Millionen Followern auf dem einen Account und den über 1 Million auf den anderen Account. Aber den benutze ich ja kaum. Ja, trotzdem. Und du hast auch Bella Hadid folgt dir. Krank, oder? Wie fühlst du dich? Geht's dir gut? Ich glaube, ich möchte mir das ausdrucken und an meine Wand hängen. So. Mach das. Bella Hadid hat und geschrieben, I love you, baby. Nein. Oh mein Gott, das ist so toll. Und wenn man so Mutuals auf TikTok ist, dann kann man sich ja auch so DMs schreiben. Und dann habe ich ihr geschrieben und sie hat mir nicht geantwortet. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe mit Bradman Rock geschrieben. Oh, nein, ich liebe ihn! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott. Er hat mir irgendwie gefolgt. Und er isst auch immer Früchte. Ja! Und ich habe ihm da noch nicht mal gefolgt und ich war so, fuck, peinlich. Und dann habe ich ihm zurückgefolgt und dann, ich hatte da noch kein Management oder so. Ich frage ihn so, wie viel Geld soll ich dafür nehmen? Oh. Er war richtig nett. Er hat mir voll geholfen. So. Oh, süß. Er sagt so, deine Durchschnittsviews sind so und so und dafür kannst du so und so viel verlangen. Und oh nein, das ist ja, so süß. Richtig süß. Er ist so toll. Er hat Hühner zu Hause. Ja. Und er hat sich jetzt neue geholt. Und er stampt so seine Eier. Also seine Hühnereier. Ich finde ihn so toll. Ich liebe den. Das ist richtig cool. Gab es irgendwie noch so eine Person, die dir gefolgt ist, wo du dir so dachtest, so, oh mein Gott, nein. Jana Claire. Oh mein Gott, hör auf. Das war bestimmt so ein, ach so, ja, okay, ich folge mal aus dem Mitleid zurück. Quatsch. Ich habe dir als erstes, wenigstens auf dem deutschen Account, habe ich dir als erstes gefolgt, glaube ich. Ja, das kann sein. Auf dem englischen Account. Vielleicht anders. Habe ich dir schon als erstes gefolgt. Aber sonst? Ich glaube, ich habe sogar einen Screenshot gemacht und das in meiner Freundesgruppe geschickt, dass du mir gefolgt bist. Ich habe ein bisschen auch damit angegeben, auch so bei so meinen Freunden. Oh, wow. Ich so, ja Leute, sie kommt auch aus Hamburg. Ja, wusstet ihr nicht, ne? Ja, sie kommt aus Hamburg. Ja, sie ist Deutsche. Steht so in meiner Bio, ist aber okay. Aber nicht, da hattest du noch deinen deutschen Account nicht. Achso, aber auf Instagram steht es in meiner Bio. Ja, okay. Aber das zum Beispiel auch so, du und alle anderen können zum Beispiel eure Follower viel besser converten zu Instagram. Und ich mache das zum Beispiel nicht. Und da denke ich mir wieder so, okay, die haben so eine echte Community. Oh mein Gott, what the fuck? Was für echte Community? Weißt du, ich denke mal so zu viel darüber nach. Du denkst ein bisschen echt. Aber mir ist das dann auch unangenehm zu sagen so, ey Leute, wenn ihr mich durch meinen Tag verfolgen wollt, folgt mir auf Insta oder so. Ich verstehe das. Mach das halt nicht. Ja. Und, ja. Ich mach das auch super selten. Ich habe das eine Zeit lang mal... Du machst das richtig gut. Es ist nicht unangenehm. Ich habe es eine Zeit lang mal versucht und da war es echt unangenehm. Ich meinte so, ja, wenn ihr sehen wollt, was ich gekauft habe, guckt in meine Story. Wirklich Kotzreiz. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt und habe ich trotzdem noch auf TikTok gepostet. Oh, aber ich mache das, wenn dann nur... Wenn ich zum Beispiel Links in meine Story poste, dann so, ja, ich kann das ja nicht auf TikTok posten, Links so. Außer ich mache so einen riesigen Linktree so, was echt viel zu aufwendig ist, als ein paar Links in Story zu posten. Aber da mache ich das. Aber das ist, man muss das halt so ein bisschen schlauer machen. Aber ich denke da auch nicht immer drüber nach. Ich sage ja manchmal so, ja, zum Beispiel, ich werde das versuchen, morgen zu machen. Ich sage so, ja, ich gehe in Urlaub, falls ihr mich verfolgen wollt über den Tag, könnt ihr das gerne auf Insta machen, ich bin öffentlich. Aber das ist halt so angenehmer, als so, wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, dann folgt mir auf Insta oder so. Es ist so nervig. So, sorry, vielleicht sehe ich dein Video in 2 und dann ist die Story schon abgelaufen. So. Vielleicht will ich trotzdem das Endergebnis sehen. So. What the fuck? Wann hast du dann entschieden, einen deutschen Account zu machen? War das dann auch... Nicht wegen jetzt der Brand, aber generell, weil dir dein Management oder so gesagt hast, du brauchst mehr deutsche Follower wegen Brands oder so? Kooperation? Nee, genau vor einem Jahr, glaube ich. Ja. Genau vor einem Jahr habe ich einen deutschen Account gemacht. Und ich mag einfach so gerne neue Accounts machen. Ich habe so 5. Noch echt? Ja. Ich mache immer so neue Accounts und dann baue ich die auf und dann schmeiße ich die weg. Ah, cool. Aber weil ich mag irgendwie so, wenn es so wirkt, als... Also ich bin halt eine normale Person, aber sobald du einen blauen Haken hast, sieht es anders aus. Du bist so scheiße. Wieso, hast du einen? Nein. Ja, siehst du? Das ist voll cool. Ist auch cool, als Zahn. Ich will echt auch einen Haken. Nein, ich finde blaue Haken, auf Instagram sind die richtig cool. Auf Insta, Auf TikTok sind sie ein bisschen cringe, so ich bin was Besseres als du. Und deswegen kommentiere ich, wenn ich irgendwo kommentiere, nur mit meinem deutschen Account, damit da kein scheiß blauer Haken steht. Ja, ich finde das so peinlich. Was?
Ich finde das unangenehm. Okay, aber ich ahne das, weil ich habe mir auch gedacht, ich hatte eine Zeit lang, ich war so, ich will nie einen blauen Haken haben, das ist mir viel zu cringe. Wenn ich jemals einen blauen Haken habe, ich lösche mein Dings, weil ich dachte mir so, ja, stell mal vor, du hast einen blauen Haken und dann so richtig scheiß Views. Das ist so eine richtig große Angst von mir. Aber irgendwie, jetzt juckt mich das nicht. Wenn ich einen blauen Haken habe, dann habe ich einen, wenn nicht, dann nicht. Aber auf Instagram schon cool. Du kannst ihn beantragen. Ich will ihn aber, also die Arbeit würde ich mir halt nicht machen. Also dein Management. Ich glaube, also so sehr juckt mich das jetzt auch nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall wurde ich, ich bin bei so einem TikTok-Creator-Accelerator-Programm, irgendwas sowas. Und da gibt es halt eine Ansprechperson, die du einfach fragen kannst, um einen blauen Haken zu bekommen. Da steht da auch so. Aber ich will keinen auf dem deutschen Account. Irgendwie finde ich das peinlich. Ich will nicht so wirken, als würde ich denken, ich wäre was Besseres. Siehst du, wie viel ich drüber über so einen dummen Scheiß nachdenke? Ja, du bist echt ein bisschen Overthinker. Ja. Was ist dein Sternzeichen? Widder. Ja, okay, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Libra Dings Overthinker ist. Bist du Libra? Nö. Ach so, weißt du einfach so? Ja, das sagen alle. Ich weiß, Sarah ist Libra. Sie ist echt ich sag so zu Sarah, was wollen wir heute essen? Sie so, weiß ich nicht, Jana. Ich sag so, Sarah, bitte such doch einfach aus. Sie so, Jana, ich habe keine Ahnung. Egal was, sie kann sich nicht entscheiden. Wirklich? Und auch Overthinker, ja. Schwierig. Ja, ist echt schwierig. Darf ich das hier sagen? Ich hab eine Zeit lang gedacht, du hasst mich. Sarah? Ja. Wieso Sarah? Vor allem, ich kannte sie nicht so. Ich habe sie nur ab und zu in deinen Videos gesehen. Overthinker. Auf deinem Account so. Und dann ich so, oh, die ist voll hübsch. Ich klicke so drauf, so, there's no videos on this account oder so. Und ich dachte so, ey, die hat mich geblockt. Oh mein Gott. Hast du sie geblockt gehabt? Ja, komm. Sarah, komm kurz rein. Also. Ja, komm hierher. Also, ich kann mich tatsächlich sogar noch daran erinnern, weil Jana mir dann geschrieben hat. Stimmt. Jana hat gesagt, sie sagt es dir nicht. Arschloch. Und der einzige Grund dafür war, dass mein TikTok mir immer so, ich swipe. Und ich war irgendwann so, okay, ich sehe 10-mal dasselbe Video. Und dann war ich so, okay, ich muss sie blockieren. Weil irgendwann hat es mich einfach genervt, dass ich immer dasselbe Video gesehen habe. Ja, voll. Ich kann das auch voll nachvollziehen, dass irgendwie Leute mich zu oft sehen und genervt sind. Nee, so, das aber ist nicht voll mal, okay. Nicht mal, weil ich dich zu oft gesehen habe, sondern einfach, weil ich geswiped habe und alles nur du warst irgendwann. Und dann aber auch immer dasselbe, also so dasselbe Video, was ich schon davor gesehen habe. Ich gehe aus TikTok raus, gehe wieder rein und ich so, hä, schon wieder? Siehst du, ich sag doch, ich habe TikTok irgendwie gehackt. Irgendwas ist da gewesen, aber ja. Und dann irgendwann war ich so, okay, Jana schreibt mir, schreibt, oh mein Gott, hast du sie geblockt? Ich erkläre es und es war ganz komisch. Deswegen, Jana sagt auch noch so, nein, wir haben letztens noch über dich geredet. Aber ja, haben so, wir halt auch. Ich und dachte positiv. So, ja, lüg doch jetzt nicht. Nein, auf Ernst, ich habe den Chat gesehen. Ja. Aber ja, das ja. war witzig. Und ein Ende. Und okay. Much love. Ehrlich. Special Guest Sarah. Wie sind wir darauf gekommen? Overthinker. Overthinker. Ja. Weil ich meinte, Sarah auch Overthinker ist. Lachflash. Ich so, oh nein, sie hasst mich. Und es ist halt total so unnötig, warum ich mir darüber überhaupt Gedanken gemacht habe, weil ich kannte sie nicht. Ja. Aber ich kenne das. Hä, wenn mich jemand blocken würde, würde ich auch sagen, warum? Aber ich verstehe auch, wenn ich geblockt werde. Ja, also aber ich blocke halt auch Leute, wenn die mich nerven so. Und das ist nicht mal was gegen die Person, sondern manchmal ist der Content einfach nicht das, was ich gucken will. Aber TikTok denkt, dass ich das gucken will. Ich drücke immer auf nicht interessiert. Das funktioniert nicht. Funktioniert echt? Das? Ja, bei mir funktioniert es. Okay. Mein einziger Content auf meiner For You-Page ist Dance Moms. Kennst du das? Ja. Nur das. Und ach, ich gucke das voll gern. Ich liebe das. Ja. Ich liebe es. Edits von Dance Moms auch? Ich habe Edits nie verstanden. Du repostest sie auch manchmal in deiner Story. Ich liebe Edits. Ich finde die Geste dahinter ist richtig süß, dass man sich so viel Mühe gibt. Aber ich verstehe das nicht so richtig. Ich finde es so süß. Ich mag das auch, wenn die dann so Videos reinmachen, wo ich dann sowas gesagt habe. Und dann machen sie so. Und dann kommen so Bilder und Videos so. Das, weißt du? Ich finde das so cool. Ich finde das voll kreativ. Cool. Ja, okay, sorry, Haterin. Ja. Cool. Ich wollte dich noch eine Sache fragen, jetzt, wo wir ganz kurz auch noch über deinen englischen Account geredet haben. Mhm. Du kannst ja heftig gut Englisch. So, Leute dachten, du kommst aus Amerika. Boah, das
ich kann gut genug Englisch dafür, dass Leute denken, ich könnte aus Amerika sein, aber ich habe halt super viele Spackungen in meiner Grammatik und meinem... Nein, manchmal, wenn du Sachen aussprichst, sagen die so, wie hat sie das jetzt ausgesprochen, so sorry. Ja, aber auch so, halt manchmal ist meine Grammatik schlecht oder mein Vokabular und mein Akzent ist, glaube ich, aber noch gut genug, dass Leute denken könnten, ich würde irgendwie aus Amerika kommen oder irgendeinen kranken Akzent haben. Aber deswegen denken die, ganz viele dachten, ich wäre behindert. Was? So was? Geistig, dass ich langsam rede. Oder so ganz viele, no hate, but are you slow? Krass. Und ich so, nein, das ist nicht meine Muttersprache. Ja. Also, du bist aber in Deutschland geboren, ne? Ja. Aber bist in Hamburg auch geboren? Ja. Acker Wandsbek. Okay, cool. Ich bin auch in Hamburg geboren. Cool. Ich glaube Albertin. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe gehört, Acker Wandsbek soll richtig scheiße sein mit Geburten. Ich war und so. Da noch nie. Echt? War deine Geburt smooth? Was? Die smooth war? Ich bin rausgeflutscht? Ja. Nee, keine Ahnung, habe ich nicht gefragt. Ah. Das war mir zu unangenehm. Nee, bei mir, ich wollte nicht raus, ich bin zu spät geboren. Natürlich. Ja. Die dachten auch, ich wäre ein Junge bis zur letzten Sekunde, weil die meinten, so dumm ist nur ein Junge. Dumm? Ja, weil ich nicht raus wollte. Ach so. Wow. Ja, ein bisschen blöd. Aber egal. Jetzt. Weiter geht's. Ab wann hast du gemerkt, dass Social Media für dich ein Job werden könnte? War das, nachdem du mit Bretman Rock darüber geredet hast oder davor? Mit dem Bretman Rock? Mit dem Bretman Rock. Nee, das war... Oh, ich habe super schnell Geld damit verdient, aber nicht mit Kooperation, sondern über den Creator Fund tatsächlich. Und davon konnte ich leben. Und da dachte ich so, YOLO. Ja. Weil das war halt ein internationaler Account und man wird nach Views bezahlt und ich konnte einfach viel mehr Leute erreichen. Und dadurch habe ich irgendwie mehr Geld bekommen. Aber ich merke halt auch, dass der Creator Fund, wenn das halt auf Deutschland beschränkt ist, nicht so viel zahlt. Ja. Da bekomme ich zum Beispiel gar kein Geld, also kaum Geld. Ja. Und du? Ich bekomme da auch Geld. Das ist schon crazy, weil vor allem, wenn man so jung ist, checkt man halt auch nicht, wie viel, also... Nee, man ahnt das nicht. Wie viel nicht. Geld das eigentlich ist. Aber ich benutze das Geld auch gar nicht. Ich habe zwei Accounts. Benutzt du nicht? Nee, ich benutze es nicht. Ich habe zwei Accounts, also Bank-Accounts, Bankkonto, Bankkonten, heißt das so? Ja. Und auf dem einen kommt mein ganzes Geld von der, also Arbeit, Kooperation, da kommt mein ganzes Geld hin. Und auf dem anderen, da zahle ich mir pro Monat mein Gehalt aus, aber halt auch nicht so viel. Mhm. Einfach nur so, damit ich davon leben kann. Ich wohne zu Hause, aber damit ich halt so essen gehen kann und keine Ahnung, wenn ich irgendwas brauche, mir das holen kann. Aber ich fasse das halt kaum an. Oder ich fasse es halt an für so Business-Trips, wenn ich in eine andere Stadt fahre für ein Event oder sowas. Ich finde es halt auch krass so, wenn man super erfolgreich ist mit 15, 16, was machst du? Dann hast du nie wieder irgendwie so ein richtiges Gespür für Geld. Ich finde das irgendwie crazy. Ja. Aber YOLO. Also bei mir ist es so, ich kann immer noch ins Minus gehen bei meinem Konto. Das passiert mir auch. Deswegen, also das ist auch, das ist gut für mich. Das ist nicht gut für deine Schufa. Was ist das? So ein... Da sieht man so, keine Ahnung, wie Zahlungs... YOLO, ich hab's nur gesagt, um schlau zu klingen. Das ist so, keine Ahnung, da können die dann, wenn du so einen Kredit aufnehmen möchtest, um ein Haus zu kaufen, können die in deine Schufa gucken und gucken, wie vertrauenswürdig du bist oder so ähnlich, Ahnung. Nee, ist nicht so gut dafür. Googelt einfach, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Ja, nee, ist wahrscheinlich auch nicht so gut dafür. Ich bin auch nicht so oft im Minus. Also ich war letztes Jahr das letzte Mal also im Minus. Aber ich achte jetzt wirklich heftig doll darauf. Ich habe auf jeden Fall noch ein Gespür für Geld. Ja. Und du? Cool. Also wirklich cool. Ich bin, also ich habe relativ schnell eine Pause gemacht in meinem Studium, um das Vollzeit zu machen. Und dann halt auch irgendwie nach, ich glaube, ein oder zwei Semester nach der Pause habe ich mich exmatrikulieren lassen, weil ich gedacht habe, okay, ich kann davon leben. Ja, aber du meintest doch auch, du hast nur noch so ein paar Klausuren eigentlich und dann wärst du fertig mit dem Studium gewesen. Ich hatte fünf Klausuren noch und eine Bachelorarbeit. Aber ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Uni. Mhm. Ich gehe allgemein nicht so viel in die Öffentlichkeit. Ja. Und
ich hatte halt alle meine Vorlesungen, die ich zu Hause machen konnte, fertig, aber alle Pflichtvorlesungen nicht. Und das wären halt alles dann Anwesenheitskurse gewesen und ich habe keinen Bock drauf. Ja, aber das kann ich dann aber auch verstehen. Ja. Weil auf Social Media sieht ja generell alles auch immer so super toll aus. Und bei dir, du zeigst ja auch manchmal, dass doch nicht so alles so super toll ist. Und ich glaube, du hast sogar schon mal irgendwie einen Vlog gemacht, dass du jetzt bei der Therapie bist oder so. Möchtest du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, kann ich machen. Achso, zu dem davor noch, warum ich das super cool fand. Irgendwie war das so, es hat so aufgehört. So. Ey, Leute, ich habe Studium abgebrochen, war super cool. Nein, ja. Ey, geht zur Schule, Leute. Aber zum Beispiel mein Freund konnte auch kündigen. Das ist krass. Damit er mich unterstützen kann, weil ich leide super viel unter meiner psychischen Erkrankung. Und vor allem in einem Beruf, der so viel Druck macht. Ich sage nicht, dass Influencer sein schwer ist, also viel Arbeit ist, aber es ist viel Druck, sage ich mal. Ja. So viel psychischer Druck. Es ist halt mega cool, dass er mich überall hin begleiten kann und immer zu Hause ist und mir helfen kann und so weiter. Und ja, ich gehe, seit ich 18 bin, zur Therapie. Ich bin jetzt 26 geworden. Ah, also sind das 8 Jahre. Ich weiß nicht, ja, ich nehme die Leute da auch mit. Also ich sage dann, okay, ich mache mich jetzt fertig, um zur Therapie zu gehen. Ich habe aber bewusst dann auch so eine Grenze für mich. Also ich erzähle zum Beispiel wenig über Therapieinhalte oder worum es genau geht. Ich habe mal gesagt, ich habe ein Trauma und so weiter, aber jetzt, ich gehe da nicht viel mehr drauf ein, weil je mehr du den Leuten erzählst, desto mehr fühlen die sich so, als dürfen die alles von dir wissen. Mhm. Und dann, auch wenn ich so sage, so ja, ich gehe zur Therapie, dann fragen alle, ja, warum bist du überhaupt in Therapie? Und dann sagen Leute so, ja, das muss sie ja nicht erzählen. Und dann kommentieren die gleichen Leute zurück, ja, aber wenn sie das schon anschneidet, dann muss sie dann halt auch erzählen, weil selber schuld, stehst in der Öffentlichkeit auf denen. Und ich möchte halt einerseits das Thema mehr so normalisieren. Normalisieren, genau. Aber halt auch nicht mich komplett zum Opfer machen für die ganze Welt, dass jeder weiß, was so los ist. Und das ist halt so ein schmaler Grat, das ist irgendwie schwierig. Also ich mach's, je stabiler ich bin, desto öfter rede ich drüber. Und wenn ich gar nicht drüber rede, dann verrecke ich vielleicht gerade so. Oh. Oh. Ja. Guck nicht so, lach. Sorry. Auch voll lustig. Ja. Oh mein Gott. Ja, das, aber ich verstehe das, ich habe gerade auch gespuckt, ich verstehe das aber auch komplett, was du meinst mit dem, dass du dich vielleicht dann auch irgendwie das Gefühl hast, dass du dich dann angreifbar machst, wenn du dann genau das erzählst, was dann war, weil dann sagen, ich kann mir auch vorstellen, weil ich kenne das, es gibt so ein Mädchen, die hat das auch, hat mal so eine Traumageschichte von sich erzählt. Und dann haben alle sie nur noch damit assoziiert. Und ich glaube, das möchtest du auch nicht. Weil du machst ja deine coolen Fruchtvideos mit deiner, mit deinen, und dann auch noch dein Hunde-Content. So richtig süß. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach nicht immer damit assoziiert werden möchte, dass man so das Opfer ist. Aber es ist auch, ich finde echt cool und wichtig, dass du das trotzdem manchmal ansprichst und sagst, ja, ich gehe zur Therapie, damit es einfach normalisiert wird. Und ich finde das echt cool. Ja, ich mag es halt, wenn es so mitschwingt. Also nicht, dass es das Hauptthema ist, sondern so, keine Ahnung, ich war gerade bei der Therapie und ich esse jetzt Mittag und dann geht es ums Mittagessen. Aber nur, dass man es mal irgendwie gehört hat und dass mehr Leute darüber reden, auch wenn ich dann nicht die Person bin, die darüber redet, aber vielleicht gibt es dann irgendwie mehr Gesprächsbedarf. Ja, und dass man dann auch weiß, dass nicht alles perfekt ist, so auch bei dir, obwohl Es sagen ja immer alle so, Influencer in echt, ne, also auf Instagram ist alles perfekt und in echt, keine Ahnung, sehen die voll anders aus. Jana ist so unglaublich schön. Und, und Janas Freunde und alle die, also wirklich, auch so auf Events, also ich habe halt vorher auch immer gehört, so ja, die sehen in echt alle gar nicht so aus, wie sie auf Instagram aussehen. Jede einzelne Person, die ich bis jetzt gesehen habe, sah genauso aus auf Instagram wie in echt. Also erstmal wirklich Dankeschön, das ist sehr nett. Aber ganz kurz, ich habe mir das Gleiche auch bei dir gedacht. Ich meinte sogar zu, ich war ja mit Nasti auf dem Event, wo wir uns das erstmal gesehen haben. Und dann meinte ich so, boah, die ist ja noch schöner als in ihren Videos. Nein, also wirklich so unfassbar schön. Ich fühle mich immer so unwohl, weil ich Angst habe, dass Leute denken, okay, das ist schon wieder Overthinker, aber ich fühle mich ja
so mit meiner Frontkamera. Mhm. Das heißt, Leute kennen mich nur invertiert. Und wenn die mich jetzt in echt sehen, dann sehen die mich andersrum und dann denken die bestimmt, mein Auge hängt da vor 7:30 irgendwie so. Und, weil die schon... Weil du bist doch auch an dein eigenes Spiegelbild so gewöhnt. Mhm. Und wenn du dich dann andersrum siehst, ist irgendwie komisch. Und wenn jetzt Leute sich an mein Gesicht gewöhnt haben, so rum, wenn die mich jetzt in echt sehen, dann ist es irgendwie komisch. Ich glaube, das denkst auch nur du. Mir war das am Anfang so unangenehm, irgendwelche Leute zu treffen, die ich aus dem Internet kenne. Weil ich dachte, oh, die denken, ich wäre voll invertiert. Nee, du bist dann echt viel schöner sogar. Also nein, oh mein Gott, nein, auf deinen Videos bist du auch unnormal schön, aber in echt bist du auch richtig heftig schön. Guck mal, wenn ich rot werden könnte, mir ist richtig warm gerade. Ich kann Komplimente mal nicht annehmen. Ja, aber ich auch nicht. Es ist auch ein bisschen schwer für mich manchmal. Okay. Ja, auf jeden Fall, die sehen alle so aus, wie sie in echt aussehen. Weil ich... Zum Beispiel, im Moment habe ich so voll viele so kleine Pickelchen, einfach weil ich fast meine Tage habe. Mhm. Und dann mache ich halt auch manchmal so den Smoothing-Filter ein bisschen an auf den. Und dann denke ich halt, okay, wenn Leute mich jetzt in echt sehen, sehe ich halt komplett anders aus. Aber du oder ihr seht halt genauso aus wie im Internet. Ja, und du auch. Weiß ich jetzt nicht. Doch. Deswegen ja. Also wirklich, macht da gar keine Sorgen. Wir machen einen kleinen Cut. Okay. Und reden jetzt über was ganz anderes, über was richtig Ernstes. Nämlich, hattest du schon mal TikTok-Beef? Ja, das war richtig schlimm. Mit wem? Also, ich will gar nicht ihren Namen nennen, weil das ist irgendwie... Also ich will auch nicht Leute exposen. Ich will, dass du ihren Namen nennst. Auf jeden Fall. Ich habe mir so einen Lippenstift gekauft, Leute. Ja. Und das ist ihr Lieblingslippenstift. Und sie nimmt den halt immer in der Farbe 202. Wer? Und ich habe den halt so probiert. Sag ihren Namen. Nein, wir können nicht hier Leute so exposen. Auf jeden Fall fand ich halt, der stand mir nicht so gut, weil ich habe ja auch eine andere Hautfarbe und so weiter, so einen anderen Teint. Und habe ich halt die Farbe 204 genommen. Und sie war dann so richtig so, oh, das ist voll hässlich. 202 ist die beste Farbe. Und... wieso kauft sie den überhaupt in 204? Und es hat halt richtig so meine Gefühle verletzt. Und dann hast du einfach ein Video gegen sie gemacht. Genau, und dann hat sie mir noch geschrieben, dass ich es löschen soll. Okay, Leute. Ihr Name war Jana Klee. Ich war das. Das Ding ist, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz die Wahrheit. Lala hat mir geschrieben, aus Spaß. Es war alles Spaß und lustig gemeint. Ich meinte so, ey, wollen wir ein TikTok-Beef machen? Ich so, ja klar, da war gerade die Zeit, wo so Netflix-Zeug los war. Und ich wollte eine Parodie daraus machen. Ja. Jetzt nicht so, als ob ich einfach aus Spaß TikTok-Beef mache. Wir wollten so eine Parodie machen. Aber das Ding ist, ich dachte die ganze Zeit, sie macht Spaß. Ich dachte wirklich, sie postet das gar nicht mal, sondern sie so, ha, lass mal TikTok-Beef machen. Ich so, ha, ja, Mann. Auf einmal, ich sehe das Video. Sie so, ja, Leute, hat genau das erzählt, was sie jetzt gerade erzählt hat. Und da hat sie halt auch gesagt, dass ich das war. Und ich habe das halt ja obviously nicht gesagt, ne? 204 steht hier bestimmt super gut. Und dann haben alle kommentiert, weil Lala ist eine gute Lügnerin. Viel zu gute Lügnerin. Ich dachte, wenn man das so richtig überspitzt, es geht um Lippenstift, Leute. Ich dachte, wenn man das so richtig überspitzt, checkt das jeder. Also hätte ich das gehört und wäre ich nicht Jana gewesen, dann hätte ich auch gesagt, boah, Jana ist echt scheiße. Und alle haben kommentiert, boah, hätte ich gar nicht von ihr gedacht. Oh mein Gott, ich mochte sie eigentlich, ich entfolge ihr und so. Und dann meinte ich so, fuck. Ey, Lala, kannst du das vielleicht löschen? Die nehmen das ein bisschen ernst. Ich mag Witze, aber also ich habe auch so einen Humor, der gar nicht witzig ist. Also objektiv halt nicht witzig. Der ist lustig. Und ich mag es halt, wenn die Hälfte der Leute nicht weiß, dass es ein Witz war. Zum Beispiel, keine Ahnung, die meisten denken, dass ich wirklich 30 Tage meinen Geburtstag feiere, weil ich jetzt einen Geburtstagsmonat mache. Bei Gott, ich dachte auch, das wäre ernst. Hallo, ich dachte, das wäre ernst. Oder so, keine Ahnung, so random Sachen. Kennst du diese eine rothaarige Influencerin, die immer so redet, als wäre sie kurz vorm Explodieren? Ja. Und so. Ich fand zum Beispiel ihren Content super witzig, weil keiner wusste, ob sie wirklich so ist oder ob sie nur Spaß macht. Ich weiß auch nicht, ob sie Spaß macht. Nein, in letzter Zeit macht sie das halt so offensichtlich. So. Ja, weil dann lacht sie immer zwischendurch, ne? Und dann denke ich mir so, okay, jetzt ist aber nicht mehr witzig, weil jetzt wissen alle, dass das so Spaß ist. Ja. Aber ich mag es gerne, wenn das halt so, keine Ahnung, macht sie jetzt Witze oder ist das ernst? Ja. So, manchmal, ich habe auch irgendwann mal erzählt, dass ich so voll Streit mit meiner Cousine hatte, weil ich ihr mein Getränk angeboten habe und statt, dass sie aus meinem Strohhalm trinkt, hat sie einfach aus dem Becher getrunken, als wäre sie so angeekelt von meiner Spucke. Aber das Ding ist, Lala, Leute, nehmt das halt ernst. Aber das ist das Witzige.
Das Ding ist bestimmt bei den Hälften der Sache, bei der Hälfte der ganzen Sachen dachte ich auch, das wäre ernst. Ich finde, oder auch, ich habe letztens dieses Video gepostet, wo man so Engelsflügel hat, so weiße, ja. Und dann singt die so irgendwie so irgendwas mit schwarze Engel haben schwarze Flügel. Oh, ja. Und dann machst du so und dann ändert sich der Filter. Und ich habe halt, also die meisten, die das halt irgendwie gemacht haben, haben am Ende das noch irgendwie aufgelöst, so gekichert oder so. Aber ich habe halt auf ernst durchgezogen, so auf sexy. Mhm. Und ich mag es halt, wenn Leute denken, okay, es könnte halt auch echt sein. Ja, aber, das verstehe ich. Ja, aber irgendwie... Ist lustig, aber... Ja, mir tat es dann auch leid, dass es auf das Folgen deines Reds... Ich so, oh, ich entfolge ihr jetzt. Leute, Jan ist so unsympathisch. Ja. Das, ja, ich habe immer noch tiefe Wunden davon. Tut mir leid. Nein, aber chill. Auch nicht. Das war lustig. Darf ich so ein bisschen ASMR machen? Ja, mach ASMR. Das war so gut. Das habe ich wohl nicht erwartet. Ich habe es auch nicht erwartet. WTF. Nochmal. Ich liebe ASMR. Der zweite war nicht so gut. Doch, der zweite war trotzdem noch gut, aber der erste hat es echt wirklich, ja. Hattest du schon mal eine richtig komische Interaction mit irgendeiner Person, die dich aus dem Internet kannte? Sei es Influencer, sei es ein Fan, sei es deine Eltern? Boah. Mir fällt halt direkt etwas ein, aber ich möchte halt, also wenn es halt ernst ist, ne, wenn es Spaß ist, YOLO, aber wenn es ernst ist, dann expose ich ungern Leute. So. Aber ich habe eine super lange Sprachnachricht bekommen, von einem oder einer anderen Influencerin. Und er oder sie hat mir halt was erzählt. Und ich war so, Junge, wenn ich das jetzt online poste, wirst du direkt gecancelt. Mhm. Und es war, also, ne, sei dir das doch bewusst, was du da redest. Ich war so, oh mein Gott. Auch wenn man die Person gar nicht richtig kennt und die auf einmal sowas sagt. Und ich, was meinte die Person denn? Oder willst du nicht sagen? Ich glaube nicht. Ja, okay. Ich will auch nicht, dass er oder sie weiß, dass ich über sie rede. Ja, okay. Wie hast du deinen Freund-Verlobten kennengelernt? Also, Er kommt aus Dänemark. Er kommt aus Dänemark. Ich habe ihn in Dänemark kennengelernt. Ah. Also, meine Mutter ist so Beraterin von so Menschen halt. Und, oh, okay. Und seine Tante hat halt mit diesen Menschen zusammengearbeitet. Meine Mutter war halt dabei. Mhm. Und dann haben die halt so, weil irgendein Vertrag heftig war, haben die halt so gefeiert und dann so ein Ferienhaus gemietet, wo mit Pool und so. Und alle konnten halt kommen mit Familie. Und ich bin halt nur gekommen, weil da ein Pool war. Und er halt auch. Und dann haben wir erfahren, dass wir Teil des Vertrags waren und halt so Zwangsheirat, die Stars, aber was? Halt, es war halt mega cool, dass wir uns verstanden haben, weil sonst wäre halt scheiße, ne? Aber warte, was? War Spaß, Jana. Du Honk. Der erste Teil war echt. Wir haben uns da kennengelernt. Du bist so, weißt du, oh Mann, warum bin ich so leichtgläubig? Ja, aber warum? Weiß es nicht. Ich bin mir wirklich sicher, 70% von den Leuten, die zugehört haben, jetzt haben das auch gedacht, dass das real ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn das real wäre, dann würde ich es doch nicht so sagen. Doch. Dann würde ich das doch nicht zwangsweise. Ich würde das so arrangierte irgendwas nennen. Vor allem macht das positiver. Okay. Jana! Erzähl jetzt bitte die richtige Story. Wir haben uns ja kennengelernt. So. Und dann ist ja das nächste Wochenende. Wollte er mich in Hamburg besuchen. Ist er nach Hamburg gefahren und hat den BMW von seinem Onkel ausgeliehen, um auf heftig zu tun. Und hat sich so ergeben. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Fast 6 Jahre. Krass. Sag ich gerade was Falsches? Ja, fast 6. Okay. Und seit wann seid ihr verlobt? Kurz vor Corona, also richtig lang. Wir heiraten einfach nicht. Aber jetzt noch vor, oder? Ja, aber am Anfang, ich wollte immer so richtig so Traumhochzeit, richtig groß machen, Hochzeitskleid, dies, das. Jetzt habe ich voll Angst davor. Ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Und mir ist eingefallen, dass ich voll die Hauptperson bin an dem Tag. Ich so, ja, ich glaube, muss sogar. Halt auch nicht sein. Ich denke halt, was ist, wenn ich einfach so ein Barbecue im Garten mache? So, ich lade einfach Leute ein und die wissen nicht, dass es meine Hochzeit ist. Und dann komme ich so raus in so einem weißen Kleid. Und so, surprise, wir heiraten jetzt gerade. So, das wäre halt auch irgendwie funny. Das wäre irgendwie witzig. Ja. Oder du machst es so, ihr heiratet standesamtlich und dann macht ihr eine Party, so eine Hochzeitsparty. Ja, aber ich habe das immer das Gefühl, das ist so viel Planung. Und
seine Familie kommt aus Dänemark und meine Familie ist in Deutschland. Und wir haben ja auch alle so, so stereotypisch Riesenfamilien. Ne? Bini, ist alles gut. Wir haben so, halt so riesige Familien und das war alles so viel. Und auch wenn du eine kleine Hochzeit feiern willst, wen lädst du ein und wen lädst du nicht ein? Ja. Und wenn du alle einlädst, also nur Familie und irgendwie Verwandte irgendwie so, dann sind das auch schon so, weiß ich nicht, 100 Leute oder so. Ist halt nicht klein. Ich ahne das. Ja. Und dann, ja, kann ich verstehen. Schwierig. Aber ihr findet bestimmt noch eine Lösung. Oder ihr heiratet einfach nie. Und wann heiratest du? Ich möchte, ich habe irgendwie, ich glaube irgendwie nicht so mehr so an Liebe nach meiner letzten Beziehung. Wow. Ja, deswegen habe ich das auf gar keinen Fall jetzt vor, erstmal die nächsten 10 Jahre. Ich habe das so irgendwie gesehen. Dann so relativ öffentliche Trennung, so, ne? Ja, zweimal. Wow. Hat Spaß gemacht das erste Mal? Nee, das erste Mal war schlimmer als das zweite Mal, glaube ich, ja. Aber hast du zweimal öffentlich gemacht, weil das erste Mal so cool war? Peinlich auch. Ja, weil ich habe dann ja auch gesagt, ja, wir sind jetzt doch wieder zusammen. Und dann musste ich wieder sagen, ja, wir sind doch nicht mehr zusammen. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe, ganz viele haben spekuliert, dass ich und mein Mitbewohner uns getrennt haben. Und dann war halt so, ja, jo, okay, dann haben wir uns halt getrennt. Das und jetzt war lustig. Jetzt ist er nur noch mein Mitbewohner und jetzt können wir uns auch nicht mehr öffentlich trennen. So. Und falls wir uns trennen sollten, dann sind wir einfach ausgezogen und wir sind dann halt nicht mehr Mitbewohner. Den Joke habe ich aber sogar verstanden. Oder war das für dich kein Joke? Und wohnt manchmal einfach. Oder er wohnt einfach bei dir? Er wohnt einfach bei mir. Ah, zahlt er auch Miete? Nee, wir haben das Haus zusammen gekauft. Wann willst du ausziehen? Ich nach dem Studium. Willst du direkt? Hamburg ist halt arschteuer. Hamburg ist echt. Ich würde vielleicht in der WG mit Freunden oder so. Ja, mega cool. Oder vielleicht ein Jahr reisen. Ah, du ziehst jetzt durch mit Studium? Machst du zu Ende? Ja. Ja. Ich bin jetzt im vierten Semester. Ich habe eine Klausur bis jetzt geschoben und die habe ich auch direkt nachgeschrieben. Dieses Semester wird auch ein bisschen nervig, weil ich noch wieder eine Hausarbeit schreiben muss und diesmal auf Englisch. Ich kann zwar fließend Englisch. Du bist doch Muttersprachler, oder? Ja, ja, aber schreiben ist trotzdem was anderes. Ja. Finde ich. Also so gute Ausdrucksweise und sowas. ChatGPT? Ja, aber schwierig trotzdem. Und ja, ich weiß, meine Mutter wird mir auf jeden Fall helfen können, so mit Sprache und so. Mhm. Aber ja, das ist ja auch mega nice, dass sie. Und sie ist ja auch Lehrerin, ja. Englischlehrerin. Mega deswegen, cool. Das wird halt perfekt. Aber hast du mal überlegt, so international zu gehen? So neuen Account Englisch, neue Zielgruppe. Es wäre halt auch mega witzig, wenn du da komplett nur Lügen erzählst und nur die Deutschen wissen es. So Insider-Joke. Aber ich glaube, die würden das halt, auch die Deutschen sind halt so, die würden mich verpetzen. Ach so, oh, langweilig. Die würden das doch alle kommentieren. Langweilig. Die würden doch sagen, oh mein Gott, warum lügt sie? Und dann würden die das auf Englisch schreiben. Oh mein Gott, why is she lying? Und dann würden alle sagen, hä, wieso lügt sie? Und ja, dann würde ich die viral. Lügnerin sein. Aber dann viral. Aber das ist es mir nicht wert. Und dann sagst du, April, April. Boah, ich habe einmal vor 2 Jahren oder vor einem, letztes Jahr April, habe ich so einen April-Scherz gemacht, aber halt auf richtig ernst, so wie ich halt meine dummen Witze wie mache. Eben ne? auch, dass du meintest, dass du hier eine Zwangsheirat hattest. Und ich war halt so, ich find's voll crazy, dass ihr alle den Garlic-Trend nachgemacht habt, weil das voll eklig. Wer isst denn einfach Knoblauch aus einem Glas und so weiter? Ich habe halt auch richtig ernst durchgezogen und ich habe nie April, April gesagt. Und die Videos werden halt nicht ausgespielt, nur am 1. April. Ja. Und seitdem kriege ich immer noch Nachrichten so, keine Ahnung, she lied about liking garlic oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, hat mich selber den Arsch gebissen. So, immer so süß. Wie fühlst du dich, dass dein Podcast so erfolgreich ist? Gut. Mega cool. Danke. Monte hat auf meinen Podcast reagiert. Monte? Ja. Oh, scheiße. Ja. War was Schlimmes? Er hat ein Video gestitcht und er meinte, weil Mathilda und ich meinten, dass wir halt von, in Anführungszeichen, No-Name-Fußballern angeschrieben werden mit blauen Haken. Oh, und wir uns fragen, woher die den blauen Haken haben. Aber so richtige Fußballer oder? Ja, schon richtige Fußballer. Aber halt Leute, die haben so 1000 Follower oder so und waren wahrscheinlich nur bei einem Spiel oder so, aber wir wollten das gar nicht so böse klingen lassen. Und er meinte so, ja,
aber seid ehrlich, denkt mal nach. Ihr schreibt die doch selber an und so. Oh, fuck. Okay, er hat sowas von recht. Nee, aber ich finde das richtig cool, dass mein Podcast, also dass viele den mögen. Also mich freut das voll. Ich war auch, als ich unterwegs war, hat mich so jemand angehalten und meinte so, ey, ich mag deinen Podcast voll gerne und oh, so. Mich cool. hat das so gefreut und dann hat er mir auch gezeigt, dass er alle durchgehört hat. Und dann war ich so, mein Gott, danke. Oh mein Gott. Das hat mich richtig gefreut. Und ja, ich wollte noch was anderes sagen. Weiter geht's. Wow. Was machst du am liebsten? Podcast, Instagram, TikTok? Machst du YouTube? Nö. Nee. Podcast. Ist auch cool irgendwie. Das und du hast auch voll coole Gäste so. Ja, schon. Aber irgendwie sind alle, die meisten sind auch mit dir befreundet, so, ne? Mhm. Bin ich die Erste, die du nicht leiden kannst. Weil sie einen falschen Lippenstift gekauft hat. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Nein, aber ich kannte auch TikToker nicht. Da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Ah. Ich habe jetzt noch ein paar letzte Fragen und dann würde ich rüberspringen auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Folgt alle auf Instagram. Also, wenn ihr den Podcast sehen wollt, Ergebnis auf Instagram. Genau. In meiner Story. Wichtig. Aber nicht auf Spotify. Nicht auf Spotify. Was wolltest du damals werden? Was wollte ich damals werden? Ich wollte immer so Hausfrau sein. So nichts machen. Okay. So richtig so Stay-at-home-Girlfriend. Mhm. Und dann so einen reichen Mann finden, ja, der so mir mein komplettes Leben finanziert. Und auf den du dann halt angewiesen bist. Ja, aber halt, ich glaube, der würde halt so richtig alt sein. Ja. Und dann halt... Wäre er auf dich angewiesen. So ein bisschen Hochzeit ohne Ehevertrag. Und dann, okay, weißt du? Ja. Und wenn alte Leute, die tendieren dazu, schneller zu sterben. Und die tendieren ja auf jeden Fall dazu. Und dann kriegst du halt so richtig viel Geld, habe ich gehört. Ah. Ja. Jetzt musst du das nicht mehr. Nee. Jetzt bist du der Aber ich habe halt immer noch die Option, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ja. Ja. Okay. Aber nein, ich wollte nichts Wirkliches mehr. Ich hatte keinen ich habe keinen Traumberuf gehabt oder so. Ja. Ich glaube, Kiddie-Contest, so im Alter von 6 wollte ich bestimmt mal Sängerin werden. Mhm. Ich wollte mich da anmelden, ich wusste nicht, wie das geht. Ja, aber süß. Und du? Ich wollte früher mal Schauspielerin werden. Machst du? Willst du? Kannst du jetzt? Keiner würde mich halt ernst nehmen. Ich wurde für eine Rolle gecastet. Echt? Ja, es war richtig weird. Ich musste vorsprechen. Wie war's? Mir war das super unangenehm. Ich musste so einen Text auswendig lernen. Der war nur so ein Absatz. Ich habe super lang dafür gebraucht. Und ja, dann, hey, ist doch nicht schlimm. Ja, und dann meinten die, ich habe die Rolle bekommen. Und ich so, WTF? Was? Ja. Es war nur so Zufall irgendwie. Und? Also es kommt noch, also wir drehen erst im Juni oder so. Das ist so krass. Verrückt. Ja. Hä, und wo ist das? Was ist das? So eine, ich glaube das... Fuck, wenn ich jetzt was so. Ich glaube, das ist ein Film. Okay. Aber ich weiß nicht, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Nee. Ja. Hast du eine große Rolle? Darfst du das sagen? Nein, so eine Mini-Nebenrolle. Aber genug, so cool. Genug für Eierflattern. Ich habe richtig Angst. Aber das wird so cool. Ja, ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird richtig cool. Krass. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hast du Zukunftspläne oder hast du jemals überhaupt drüber nachgedacht, vielleicht in ein anderes Land zu ziehen? Ja, jeden Tag will ich auswandern. Ah. Vor allem jetzt so Winter und so, wenn jetzt wird es langsam heller, aber jeden Tag will ich auswandern. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht reicht es, wenn ich in einen anderen Stadtteil ziehe. Ja. Aber es ist halt auch dumm, ne? Weil so meine Probleme verfolgen mich, egal wo ich hingehe. Aber irgendwie in meinem Kopf denke ich, okay, ich ziehe um. Da ist dann alles besser. Ich tue so, als wäre ich ein neuer Mensch, so keiner kennt mich. Ich mach so, ich gebe mir einen neuen Namen. Ich lüge einfach mein ganzes Leben. Was soll passieren? Ja. Aber Lala ist ja auch nicht dein echter Name, von daher. Ja. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann mal auswandern, irgendwie in ein wärmeres Land, aber noch in Europa? Ja, in vielleicht so Spanien oder so. Irgendwie, weil. Da sehe ich dich. Gehst du gerne auf Events? Super gerne. Ich liebe das. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, ich bin ganz anders als du, oder? Ja. Aber ich glaube, du magst es auch, neue Leute kennenzulernen, oder? Ja, ich glaube einfach je nach Tagesstimmung so. Ja. Aus irgendeinem Grund. Manchmal sagt mein Gehirn einfach so, nee, heute nicht. Heute bist du scheiße. Heute ist alles kacke und so weiter. Und dann habe ich halt auch Angst. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich komme so nervig rüber.
Und dann steigere ich mich da rein und dann werde ich immer nerviger. Kennst du das, wenn du nervst, aber nicht aufhören kannst zu nerven? Ja. So, fuck. Ich kenne das, aber du kommst auf jeden Fall nicht nervig rüber. Ja, heute nicht. Aber auch auf dem Event nicht. Ja. Ja. Nein, wirklich nicht. Nein. Okay, wir machen jetzt einen kleinen Cut und jetzt lese ich dir Zuschauerfragen vor, weil es haben natürlich auch Leute Sachen für dich kommentiert. Und davor gefragt. Hatte ich auch richtig Angst. So, habt ihr Fragen an Lala? Alles so, nee, wer ist das? Ich dachte, warum? Oh mein Gott. Okay, jemand hat gefragt. Ah nee, oh mein Gott, ich habe was vergessen. Ich habe letztens ein Mädchen getroffen und sie hat mich gefragt, ob ich sie grüßen kann im Podcast. Sie heißt Letizia. Hallo Letizia. Oh, liebe Grüße an Letizia. Okay. Sollte ich sie grüßen gemacht? Oder du? Wir. Ich ach so, hallo. Okay. Frage an dich. Hast du dir auch eine Pizza bestellt gestern? Nee. Ich hatte nur Geld für eine. Danke. Bitte. Für die Pizza. Worauf freust du dich dieses Jahr? Oh, das triggert Leute bestimmt richtig. Safe. Ich fliege in Urlaub in ein paar Tagen. Ich fliege nach Marbella. Das wird bestimmt cool. So toll. Auch für meine Hunde mitgebucht. Ich mag das gerne, mit denen in Urlaub zu fliegen. Irgendwie ist das voll süß, wie die so im Sand laufen und so. Ich weiß nicht, ich gehe gern reisen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich irgendwie dieses Jahr einmal im Monat irgendwo hinkomme, halt auch wenn das nicht super weit weg ist oder so. Ja. Und es gibt ja jetzt auch super viele so Billig-Airlines und dann ist es irgendwie günstiger, nach, keine Ahnung, Barcelona zu fliegen, als nach Berlin zu fahren. So richtig so 12-Euro-Flüge. Krass. Und dann habe ich mir halt jetzt dieses Jahr vorgenommen, jeden Monat möchte ich irgendwo hin und das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Das ist so cool. Ja. Ich war irgendwie im Januar, war ja fast den kompletten Januar in Spanien. Ja. Zwischendurch bin ich halt von Malaga auch nach Gran Canaria geflogen, aber das war halt für einen Job. Und dann bin ich im Februar, glaube ich, nach New York. Das war so krank, ich habe Pink kennengelernt. Also ich war auf Pinks Privatkonzert. So, da waren so 200 Leute. Sie war so nah an mir dran. Was? Ich habe nicht mit ihr geredet, ich war zu schüchtern. Ich hatte nach dem ganzen Tag Muskelkater, weil ich so verspannt war. Ich hatte wirklich so als wäre hätte ich so Fitness gemacht. Krass. Aber ich bin halt unsportlich. Auf jeden Fall, genau. Dann war ich im März, auf Teneriffa mit meinem Mitbewohner und meiner Cousine. Und ja, jetzt fliege ich diesen Monat fliege ich nach Marbella. Genau. Das ist so, ich liebe Marbella. Ich war da einmal, das war so toll. Schick mir mal so Empfehlungen und so. Okay, Empfehlung habe ich. Oh doch, es gibt so eine richtig coole Cocktailbar, da wo dann auch so, wenn es so richtig heiß ist, dann kommt da so Wasser so runter. Oh, das klingt cool. Das ist richtig cool. Ich habe gehört, du fliegst nach Portugal? Ja, morgen. Cool. Mit Nasti. Ach, so Urlaub oder so beruflich? Beides. Nee, Urlaub. Ah, mega also, cool. Wir wurden von Influencer-Freunden auch eingeladen, weil die irgendwie von so einer Organisation eingeladen worden sind. Und ich glaube, die durften einfach richtig viele Leute mitnehmen. Und fancy. Ja, und dann jetzt sind wir einfach da 5 Tage. Ich freue mich. Voll cool. Und es klappt mit Uni und so weiter? Ja, also ich werde nur eine Vorlesung verpassen. Richtig nice. Ja. Oh mein Gott. Portugal, ich war letztes Jahr oder so in Portugal, das war auch cool. Da war ich war da auch noch nie. Nein? Ich mag es gerne, dass die in Portugal so auf der Straße immer so Kastanien verkaufen. Echt? Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir die super gern geholt. Also, in Deutschland kann man die einfach auf dem Boden sammeln. Nein, so Maronen, so Esskastanien. So gegrillt, irgendwas. Weiß ich nicht, wie die zubereitet werden. Die waren auf einmal so richtig schwarz und dann hast du sie aufgemacht und dann waren sie innen halt nicht mehr schwarz. Ich glaube, das kann man auch auf dem Dom kaufen, da bin ich mir mal gerade nicht sicher. Oder Weihnachtsmarkt, ja. Aber da gab es die halt überall, das war irgendwie, wow, so interessant, Lala. Alle fragen, ob du noch mit deinem Freund zusammen bist. Also mit deinem Mitbewohner, ihr wohnt ja jetzt einfach nur zusammen. Ja, wir wohnen einfach nur noch zusammen. Ja. Meistens schläft er auch im Keller. Er hat da so eine Couch, die man ausziehen kann. Ah, das ist aber gut. Ja. Mhm. Schön. Jemand hat geschrieben, deine Ausstrahlung ist einfach perfekt. Oh. Dankeschön. Ich wollte gucken, wie du jetzt damit umgehst. Wenn du hast das geschrieben, so auf den, damit ich mich nicht schlecht fühle. Nein, das hat Merle geschrieben. Danke, Merle.
Ganz viel Liebe. Bestellt Lala allen eigentlich immer Pizza? Ja, es ist halt so ein Running Gag. Ja. Sobald ich deine Adresse habe, schicke ich dir eine Pizza. Alle jetzt Lala die Adresse schicken. Ja, folgt mir auf Instagram. Bei jedem neuen Follow schickt sie eine Pizza raus. Wie bist du auf deinen Content gekommen? Ich glaube, ich habe einfach gefilmt, was ich so am Tag mache. Und dann, das war's. Ich filme halt das, was ich so am Tag mache. Und man sieht ja dann auch, was gut ankommt. Und das filmt man dann halt öfter. Also ich glaube, ich mache nicht so viel außerhalb von dem, was ich eigentlich auch online poste. Und wenn ich zum Beispiel sehe, okay, irgendwie Leute mögen es mir zuzuhören, während ich mich fertig mache, dann, ich mache mich ja sowieso fertig, dann filme ich das halt. Oder ich esse halt irgendwie Obst und das esse ich halt sowieso, dann filme ich das halt. Ja, und du isst ja auch immer crazy Obst, deswegen wollen das auch immer Leute sehen. Ja, und du? Ja, ich habe auch einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber du machst auch so viel, voll viele so Lip-Sync-Sachen und so. Ja. Und grüne Augen lügen. Das wollte ich auch noch machen. Weil ich hatte irgendwie einen TikTok gepostet, halt auch auf richtig dumm so, dass Leute mir nie glauben wollen, dass ich grüne Augen habe, weil eigentlich habe ich so Hazel. Weil wenn ihr es im Licht seht, die sind so Hazel. Auf jeden Fall haben ganz viele Leute gesagt, dass ich keine grünen Augen habe. Und dann meinte ich halt so, ich habe mir den Sound extra abgespeichert, als ich es bei dir gesehen habe. Und deswegen wollte ich das auch noch machen. Weil du hast grüne Augen. So Hazel halt, so Mischung aus Grün und Braun. So, okay. So ganz. Sehr grün. Mhm. Ja, voll cool. Okay. Nein, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, du machst so, ich glaube, ich habe dir mal geschrieben, deswegen. Du hast irgendwie so Lip-Sync, du machst ja so Lip-Sync-Sachen. Und die sind halt auch alle voll schön, so, Digga, du bist halt einfach schön. Und, und dann hast du halt manchmal solche alten TikToks oder Musical.ly's oder so von dir gepostet, wo du meintest, so, oh, voll cringe. Und ich so, hey, die sehen genauso schön aus wie die neuen. Stimmt, das hast du mir gesagt. Und ich so, vielleicht erkenne ich den Unterschied einfach nicht, weil ich zu alt bin? Nee, ich glaube, du erkennst den Unterschied einfach nicht, weil... Warst du auf Musical.ly damals? Nee. Deswegen erkennst du den Unterschied, glaube ich, auch nicht. Ah, okay. Ja, ich glaube auch, weil du bei Musical.ly nicht da warst. Weil jetzt, ich glaube, wenn man darauf zurückblickt, was man damals auf Musical.ly gemacht hat, findet man es einfach peinlich. Kann sein. Ja, ich finde auch so Videos von letzter Woche schon peinlich. Also. Ja, ich auch. Aber ich guck mir trotzdem meine Videos zum Einschlafen an. Deine eigenen? Ja. Ich bin obsessed mit mir selber manchmal. Wow. Ja. Ah. Gesundes Selbstbewusstsein. Danke. eine Frucht, die du noch nie gegessen hast, aber unbedingt probieren möchtest. Ich werde richtig oft auf Videos verlinkt. Einfach sobald irgendein exotisches Obst irgendwo ist, werde ich verlinkt. Und ich will alles davon essen. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Ja. Also ich kann halt auch dir nicht sagen, so, ey, ich will voll gern das und das essen. Mhm. Weil die sehen halt alle aus wie so, keine Ahnung, Dinosaurier-Eier oder so. Ey, voll gerne würde ich die probieren. Ja. Aber keine Ahnung, kriegt man nicht hier. Ja. Wie ist es so, international zu sein, hat jemand kommentiert. Ich mache ja kaum noch was auf meinem internationalen Account. Aber ich glaube halt, dass ich, weil ich diesen anderen Account habe, der so groß ist, öffnet mir das super viele Türen so. Ich habe Ray Dalton kennengelernt. Kennst du den? Ja, ich habe das gesehen. Von Kent Holders und so. Ich habe den dann gegoogelt. Ich wusste am Anfang nicht, was er... Also, ich dachte, der von Kent Holders wäre so ein weißer... Ja. Wie nennt man das? Ich habe ihn aber auch nicht erkannt von seinem Gesicht. Also ich dachte so mit Cowboy-Hut und so, von der Stimme her. Mhm. Auf jeden Fall war das mega cool. Und seitdem, wenn ich Radio höre oder so, ist richtig oft so featuring Ray Dalton. Also er macht voll viel, aber irgendwie kennt man so sein Gesicht nicht. Ja, das ist bei vielen so. Ja, und es war auch... Ich glaube, das war auch früher bei Louis Capaldi so. Ja, stimmt. Da wusste man auch nicht, wie er aussieht, aber Banger. Ed Sheeran. Ed Sheeran, natürlich weiß man, wie Ed Sheeran aussieht. Aber nicht ganz am Anfang. Doch. Also ich auf jeden Fall. Bist du Irin? Ja. Ist das fake? Das ist real. Media? Das ist tatsächlich real. Ich wette, du sagst nur, dass du Irin bist, weil, damit Leute dein Englisch nicht kritisieren. Und du tust nur so und dann
tust du so, als ob dein Akzent ein irischer Akzent ist, obwohl du das nur spielst. Das macht so viel Sinn und du hast mich jetzt einfach enttarnt. Ich finde das auch gerade ein bisschen blöd von dir, dass du es gerade einfach offen gesagt hast und jetzt jeder das weiß. Ja, scheiße gelaufen. Ja, ich finde das echt ein bisschen blöd gerade von dir. Ja, aber ich kann halt auch gehen, ne, wenn du nämlich nicht hier haben willst. Wir machen das kurz zu Ende, ja? Genau diesen Ausschnitt musst du posten. Ohne Zusammenhang. Okay. Woher kannst du so gut Englisch und warum hast du so einen guten Akzent? Ich habe nur in der Schule Englisch gelernt, ich weiß das nicht. Das ist so krass. Ich glaube, vielleicht Netflix, so Serien gucken oder so. Du guckst auch immer nur alles auf Englisch, ne? Ja, ich bin so eine nervige. So. Ich auch. Aber ich kann das nicht. Regt mich auch auf, wenn das übersetzt ist. Außer so Zeichentrick, da juckt mich das nicht. Ja, genau, Zeichentrick juckt mich das auch nicht so. Ich liebe SpongeBob auf Deutsch, aber... Oh, SpongeBob auf Englisch ist so falsch. Ich liebe SpongeBob auf Englisch. Nein, die Stimmen stimmen gar nicht mehr. Es ist so komplett... Ja. Nee, ich habe das halt immer in Irland geguckt, halt früher. Also meine Fake Personality hat das halt in Irland damals geguckt. Hast du da auch gelebt? Nee, aber ich war da jede Ferien. Ah, und da habe ich halt, war ich mit meinen Cousinen, die halt auch in meinem Alter sind. Und dann haben wir morgens das halt immer geguckt. Und mittags und abends. Ah. Und jetzt halt immer. Nachmittag und Vormittag? Ja, so den ganzen Tag. Mhm, cool. Ja. Nee, ja. Aber deswegen, ich war da halt so jede Ferien und dann... Angeber? Ja, es ist halt auch einfach so, weißt du, man muss halt auch einfach mal angeben dürfen. Mit der Familie. Okay. An welchen Ort möchtest du am meisten hinreisen? Oh, Bali oder Kapstadt? Ich auch so gerne Bali. Kapstadt soll gefährlich sein. Ja, aber Bali auch. Also. Aber ich habe von Kapstadt noch nicht so viel gehört und gesehen. Ich fand das, ja, aber Bali ist halt auch, ich habe auch gehört, das soll super günstig da sein. Ich auch. Und das ist halt auch irgendwie wieder cool. Ich will so gern nach Bali. Okay, jetzt machen wir einen Cut und machen This or That Fragen. Mhm. Die beantworten wir beide. Mhm. Und ich freue mich auf jeden Fall. Die haben auch Abonnenten gestellt. Blumenkohl oder Brokkoli? Brokkoli. Brokkoli auch, ja. Pizza oder Sushi? Sushi. Pizza. Sorry. Oh, bist du so eine, die Sushi nur mit Gurken isst? Ja, ich esse halt nicht so gerne so rohen Fisch. So. Lesen oder Kino? Obviously Kino. Ja, ah, ist so teuer, ne? Lesen ist umsonst. Ja, das stimmt. Aber die Bücher nicht. Bücherhalle. Ah, okay. Nutella mit oder ohne Butter? Ich finde das so unnötig, diese ganze Diskussion. Nee, aber mit Butter ist halt auch einfach pervers, so. Eklig, ne? Ja. Ja, danke. Abends duschen oder morgens duschen? Abends duschen. Danke, ich auch. Ich verstehe, warum man morgens duschen mehr mag, weil dann wird man wacher. Aber ich habe das Gefühl... Bist du vom Duschen wach? So eine richtig warme Dusche macht dich voll träge. Oh. Keine Ahnung. Morgens duschen macht gar keinen Sinn. Ich finde, es macht auch nicht so wirklich Sinn, weil nach dem Tag habe ich das Gefühl, dass man eh wieder dreckig. Ja. Und deswegen dusche ich lieber abends, um dann sauber in mein Bett zu gehen. Duschst du jeden Tag? So gut wie jeden Tag. Ich bin voll eklig. Das Ding ist aber, ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich nicht jeden Tag geduscht. Meine Haare mache ich nur einmal die Woche, wenn ich Glück habe. Ich mache sogar manchmal länger. Mhm. Aber auch wegen Ausfällen und auch keine Lust so. Aber ja, also Körper waschen. Heute habe ich meinen Körper nicht gewaschen, aber ich werde heute Abend duschen, weil ich fliege ja morgen weg. Aber ja. Ich glaube, ich kann es bei Männern verstehen, wenn die morgens duschen. Weil die müssen nicht, also außer die haben lange Haare. Ja, die kriegen es einfach schnell hin. Ja, weil ich glaube, es liegt an den Haaren, dass ich nicht morgens duschen möchte. Einfach ja, verstehe ich. Dauert komplett. Super lang, bis sie trocknen. Ja. Fußballer mit oder ohne blauen Haken? Mit, wenn sie über 1000 Follower haben. Ja, auf jeden Fall mit, würde ich auch sagen. Aber ohne finde ich auch nicht so schlimm. Aber Fußballer mit blauen Haken 1000 Follower oder Fußballer ohne blauen Haken 20.000? Ohne 20.000, ja, ohne Frage, wirklich. Ja. Nie wieder Zähne putzen oder nie wieder Deo benutzen? Ich benutze kein Deo. Stimmt, du schwitzt nicht. Nee. Ja. Ich habe so ein super cooles asiatisches Gen, das ganz viele Asiaten haben. Das macht dein
Ohrenschmalz trocken und deine Achseln unstinkend. Das ist so cool. Ich wusste nicht, ich habe früher in der Schule so alibimäßig Deo benutzt, weil alle Deo benutzt haben. Ja. Und ich dachte so, fuck, ich muss das auch machen. Ich wusste nicht, was das macht. Warum, es war so kalt. Ja, aber das Ding ist, bei mir hat die Pubertät auch irgendwie erst so mit 17 angefangen und ich habe ab da erst angefangen zu stinken. Und dann war das, ich so, Digga, was ist das so? Ich habe auch immer so alibimäßig Deo benutzt, weil ich habe das gar nicht gecheckt, dass man stinkt. Ich habe es einfach gemacht, weil jeder es gemacht hat. Und dann irgendwann brauchte ich das wirklich und ich war so, Alter, wie? Aber ich finde, wenn ich so durch die Welt laufe, rieche ich auch nicht oft irgendwie Menschen, die stinken. Bedeutet das, dass jeder Deo benutzt? Das ist schon krank. Wäre schon gut, wenn jeder Deo benutzt. Also du jetzt nicht, aber jeder, der schwitzt. Ja. Weil manche Leute stinken wirklich. Wow. No hate. Ach so, du hast gar nicht geantwortet. Nee, wieder Zähneputzen oder kein Deo? Kein Deo. Weil Zähneputzen finde ich, ich fühle mich eklig, wenn ich kein... Also ich fühle mich nicht so eklig, wenn ich kein Deo benutze. Dann wasche ich halt einfach meine Achseln so... Zweimal am Tag, so, keine Ahnung. Hättet ihr lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Ist auch so eine doofe Frage, ne? Wenn du mehr Geld hast, hast du mehr Zeit. Kannst Leute einstellen. Das mache ich mit meiner ganzen Zeit, wenn ich mir nichts... Weißt du, ich kann nicht mal in Urlaub. Weiß ich nicht. Mehr Geld, I guess. Keine Ahnung. Isst du Fast Food, also so McDonald's oder Burger King oder so? Mhm. Noch nie mitbekommen. Lieber McDonald's oder lieber Burger King? Eigentlich immer lieber McDonald's, aber letztens habe ich so einen heftigen Burger bei Burger King gegessen. Ich glaube, jetzt Burger King. Echt? Ja, das war so Teneriffa Flughafen. Der war richtig geil. Geil. Aber ja, was soll ich machen? Nee, ich bin immer McDonald's. Weil ich liebe den Filet-O-Fisch. Es geht mir nicht um die Pommes, es geht mir nicht um den Cheeseburger, es geht mir einfach um den Filet-O-Fisch. Der ist so lecker. Hast du schon mal gegessen? Ja, aber es ist so wie Fischstäbchen mit weichem Brot. Du bist einfach, weißt du, gemein. Spaß. Der ist wirklich lecker. Ich finde den richtig toll. Ich mag die Soße halt so gerne, weißt du? Ist halt Remoulade, aber trotzdem. Ich liebe Remoulade und die ist einfach super lecker. Okay, sehr wichtige Frage. Mhm. Reichen, aber hässlichen Freund oder arm, aber hübschen Freund? Reich, aber hässlich. Geil, no-brainer. Hallo? Reicher oder reich? Weil das andere ist auch nur oberflächlich. Das andere ist auch oberflächlich. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, hübsch, weil dann denke ich mir, so Charakter ist dann vielleicht auch hübsch. Aber beim hässlichen kann es auch hübsch sein. Ich glaube, der Reiche ist halt voll so zielstrebig und so, hat sich hochgekämpft. Ach, weil ich kann es einfach nicht sagen. Wenn es passt, dann passt's. Vor der ganzen Klasse rülpsen oder leise pupsen? Ich mache beides laut, juckt mich nicht. Also, cool. Du? Lieber rülpsen. Pupsen ist mir voll unangenehm irgendwie. Echt? Ja. Aber manchmal ist es auch süß. So, stinkt ein bisschen. Was los? Okay. Oh, lieber gefriendzoned werden oder friendzone? Friendzone. Ja. Safe. Lieber korben oder gekorbt werden? Korben, safe. Nee, ich bin lieber gekorbt werden, ja. Oh, meine Gefühle sind so schnell verletzt. Ja. Nee, weiß ich nicht, ob meine. Ich denke, was heißt halt korben? So Schluss machen oder? Nein, korben, so kein Interesse an dich. Ja, aber wenn dich jetzt so ein Typ nach deiner Nummer fragt, dann sagst du doch so, nee, sorry. Also so auf der Straße. Ja, aber wenn du den, also ja, das sowieso. Aber wenn du die Person kennst und irgendwie ihr voll gut befreundet seid, dann würde ich halt lieber gekorbt werden, als zu korben. Oh, weißt du? Und dann ist es so richtig unangenehm. Ja, und dann, I see it. Weißt du? Ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht. Ich habe die Frage schon gestern gesehen. Das ist schon unfair. Oh mein Gott, wichtig. Popcorn oder Nachos, wenn du im Kino bist? Popcorn in der Cheese-Soße. Das ist richtig Bombe. Probier mal. Neuer TikTok-Trend, musst du mal zeigen. Ist aber dunkel im Kino. Ja, aber... Ich filme so mit Blitz. Ja, mach. Ich bin auf jeden Fall Nachos mit Käse-Dip. Ja, ist auch geil. Ich liebe das. Wir machen jetzt nur noch ein paar und dann sind wir auch durch.
Früh schlafen oder früh aufstehen? Warte, was? Lang schlafen oder früh aufstehen? Lang schlafen, hä? Aber wenn ich mir aussuchen kann, dass ich von Natur aus früh aufstehe, dann früh aufstehen. Ja, okay, dann ja. Ich wäre voll gern so that girl. Ich stehe so um 5 Uhr auf, mach Sport. Ja. Mach dann mir ein Matcha Latte. Wie so ein Scheiß. Ja, lieber Zug fahren oder lieber fliegen? Fliegen. Oh, fuck, Umwelt. Ich bin lieber Zug fahren. Ich habe halt die ganze Angst, dass ich abstürze. Echt? Ich habe Flugangst. Aber ich habe das Gefühl, in Flügen passiert so wenig und auf irgendwie bei jeder Zugfahrt ist ja jemand auf den Gleisen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass wenn irgendwas passieren sollte in einem Zug, ist es nicht so schlimm, wie wenn etwas passieren sollte in einem Flugzeug, weißt du? Aber worst case, ich bin tot. Ja, worst case, das ist voll schlimm. Also für mich ist das schlimm, ich weiß ja nicht. Feiern gehen oder chillen? Du bist chillen, ne? Ja, du bist feiern gehen, ja. Gold oder Silberschmuck? Gold. Du bist Gold, ne? Du? Ich bin Silber. Ich habe mich so gefreut, du hast doch diese, du hast auch diese Pandora-Kette, ne? Ich habe mich so gefreut, als sie in Gold rauskam. Ja. Das ist richtig glücklich. Die ist auch voll schön in Gold. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Daraus kann man so viel machen. Ja, aber ich liebe Nudeln mehr. Eine Nacht alleine auf dem Friedhof oder auf dem Maisfeld verbringen? Obviously Maisfeld. Was soll ich auf dem Friedhof? Aber wer fragt denn sowas? Mathilda, ich kann den Namen nicht aussprechen. Jurf? Nein, I wish. Hast du gerade einfach Mathilda gesagt und war's fertig? Ja, ich konnte den Namen nicht aussprechen. Achso, das war aber die Frage? Das war die Frage. Also das war die Person, die das geschrieben hat, weil du meinst, wer schreibt sowas? Ich dachte so Mathilda oder? Achso, nein. Nee. Beanie oder Coffee? Das ist fies. Schmusi oder Horst heißt der andere? Ja. Ja. Weiter geht's. Brot oder Toast? Ist es nicht beides das Gleiche? Wenn man es toastet, ist es einfach Toast. Nee, ist nicht viereckig Toast? Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich mag Toast mehr. Ich mag beides. Ich mag Toast, wenn das in so einem Sandwich-Maker aber diagonal geschnitten ist. Ja, diagonal ist halt auch am leckersten einfach. Würdest du lieber einen Roommate haben? Du hast ja einen. Oder würdest du lieber alleine leben? Tatsächlich alleine. Ja, der nervt bestimmt voll, ne? Der nimmt halt auch den ganzen Keller ein. Er macht halt auch jeden Morgen immer meinen Kaffee und bringt ihn mir ans Bett. So, ich mag das halt voll gern selber machen. So. Warum macht er das? Ja. Du hast ihm bestimmt auch gesagt, er soll aufhören, ne? Nee, ich will seine Gefühle nicht verletzen. Ah, das ist aber voll nett von dir. Ja, ich weiß. Ja. Ich bin richtig einfühlsam. Ja, okay. Oh mein Gott, sauce on the side or sauce on top? Sauce on the side. Ja, same. Okay, machen jetzt die letzte Frage. Mach so eine richtig juicy. Oh Mann. Jedes Mal sage ich so, die letzte Frage wird die coolste Frage. Nein, wird sie nicht. Und es wird wahrscheinlich auch ähnlich die letzte Frage sein, weil ich da eine coolere finden werde. Oh mein Gott, nie wieder Obst essen oder nie wieder etwas Italienisches essen? Nie wieder etwas Italienisches essen. Oh. Da ist nicht so viel, was so super heftig ist, oder? Doch. Oh, sorry, ich offende gerade alle Italiener. Nein, das ist nicht so schlimm. Ich ahne das. Weil erstens, Früchte sind ja auch gesunder als weiß Nudeln. Ich nicht. Aber ich liebe halt Pasta, ich liebe Pizza, ich liebe Bruschetta. Wow. Ja, alle machen mich fertig, wenn ich Bruschetta sage. Aber alle würden dich auch fertig machen, wenn du auf Italienisch tust. Ja, ja. Also ich kann es keinem recht machen. Ja. Bruschetta ist am schlimmsten. Das mag ich auch nicht, wenn Leute Bruschetta sagen. Aber es wird halt so geschrieben. Ja, das stimmt. Soll ich sagen? Bruschetta. 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 Ja. Oh mein Gott, das wollte ich dich auch fragen, weil du zeigst ja immer deine Lieblingsfrüchte. Was ist dein Lieblingsgemüse? Mein Lieblingsgemüse? Kennst du so Bittermelone? Nein. So eine bittere, die sieht so aus wie so ein längliches grünes Ding mit so Pickeln. Auf jeden Fall, die... Wie eine Gurke. Auf jeden Fall, die ist halt so, die macht so, wenn man so eine Suppe draus macht, ist richtig Bombe.
Warum bin ich immer so extra? Ich kann auch so Brokkoli sagen. So, you gar nicht. Und deins? Tomate. For real? Ja, ich liebe Tomaten. Wow. Ja. Lieber immer ein aufgeräumtes Zimmer oder unendlich Akku, unendlich Akku am Handy? Aufgeräumtes Zimmer. Ich mein auch. Zimmer ist so nasty immer. Meins auch. Und Akku kannst du laden, juckt nicht. Ja, ist so. Ja. Das waren jetzt alle Fragen. Wow, ich kann gehen. Oh. Nein, Spaß, das hat mir super viel Spaß gemacht. Hattest du Spaß? Und ich finde es super toll, wie du deinen Podcast machst. Oh, danke schön. Und ja. Danke. Es hat aber sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht, die Folge heute mit dir aufzunehmen. Danke, dass du die Fragen so offen und manchmal unehrlich beantwortet hast. Immer ehrlich. Ja, danke schön, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich würde mich freuen. Auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lala auf Instagram folgt. Ihr bekommt eine Pizza zugeschickt, direkt, wenn ihr auch eure Adresse dazu noch macht. Und ja, bewertet den Podcast gerne positiv, wenn ihr wollt. Lasst mir gerne Kommentare da, falls ihr es gerade auf YouTube guckt. Schreibt mir gerne, wen ich einladen soll. Ja, und ich wollte euch auch noch sagen, dass ich bald eine kleine Podcast-Pause mache. Nur, dass ihr das wisst. Ich sag's jetzt schon mal, weil meine Eltern sagen mir die ganze Zeit, oh mein Gott, Jana, wann sagst du das endlich? Jetzt sage ich's. Einfach, weil wir wollten erstmal jetzt ein paar Folgen hochladen und dann gucken, wie das so läuft und wie wir das dann verbessern können. Weil ich sag euch ehrlich, es ist super ungeplant alles. Ich habe Lala vor einer Woche gefragt, ob sie mitmachen will. Literally vor 3 Tagen oder so. Chill mal, chill. Wirklich? Das war nicht vor 3 Tagen. Doch. Das war vor einer Woche. Das war am Sonntag. Das war nicht am Sonntag. Heute ist Dienstag. Ja, ich sag doch vor 3 Tagen. Es war nicht am Sonntag. Mach deine Abmoderation zu Ende. Ich guck so lang. Okay. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe euch auf jeden Fall ganz so lieb. Loving you so much. Donnerstag. Ja, und heute ist Dienstag. Fast ja, von einer Woche. Nicht eine Woche. 5 Tage. Okay. Jetzt reicht's aber. Tschüss. Das war voll synchron, das Tschüss. Ja, ich möchte das auch voll gerne, das Tschüss. Ja, cool.